Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Skylanders Trap Team. Wir machen jetzt mal weiter. Ja, sehr, das letzte Mal hier stehen geblieben. So. Und gehen jetzt runter zu den Trollen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Yeah, perfekt. Wasserleute sind hier sogar noch stärker. Wie, ich dachte, es war ein übelster Bossgegner. Jetzt ist es ein normaler Gegner hier, oder? Zack. Wir haben ja gar keine Chance. Und tschüss. Lalalala. Boah, ist voll einfach mit dem. Sicherer Schuss. Sicherer Schuss. Zack, hier wie Robin Hood. Wir haben ja gar keine Chance gegen mich. Yeah. Zack, zack. Oh, er hat mich eingefroren. Hör auf, mich einzufrieren! So. Boah, wie viel sind denn das noch hier? Alles klar, Segel, gegen Segel hier. Nein! Oh, Snapshot, du hast so gut gekämpft. Du hast so gut gekämpft. Aber jetzt brauchen wir einen neuen. Nehmen wir Food Fight, der wird dich rächen. Bam, 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 bam! Komm schon, so. Wer ist jetzt grün hinter den Ohren? Ja, ja, ich gebe zu, dass es mich anfangs nervös gemacht hat, zu sehen, wie du dich mit einem Bösewicht zusammentust. Nervös und irgendwie auch hungrig. Aber nachdem ich das gesehen und ein Sandwich gegessen habe, sage ich, bumm, zu der ganzen Sache. Okay, ich glaube, da muss ich wohl rein. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Gemüsepower. Gemüsepower. So, wo ist jetzt hier so eine Nuss? Wir brauchen dahin doch eine Nuss. Na. Okay, was muss ich denn hier machen jetzt? Schmeckt gut, oder? Schmeckt gut. So, das müssen wir hier verschieben, nämlich. So, und jetzt das hier rüberschieben. Da ist der Schlüssel, den brauchen wir. Ist hier sonst noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Ich würde die ja gerne befreien. Die sollen noch nicht im Käfig da sein. Eingefroren! Eingefroren! Lass uns chillen! Chill Bill! Chill Bill. Kommst du runter? Nein! So.
kurz mal eine neue Falle reingetan. Ja, okay. Bam! Nein! Zack! 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 Mann, der friert uns die ganze Zeit ein hier. Yes! Chill Bill besiegt. Chill Bill mit der Thaddeus-Nase wurde besiegt. Und wo brauchten wir den nochmal? Im Kapitel 3, glaube ich, wa? Ein Kapitel vor diesem hier. Da war der ja gebraucht für diese Radiostation. So, ich habe die Sounds auch wieder ausgestellt, weil die haben echt genervt. Die haben echt genervt, ja. So, wir nehmen dann Chill Bill, den neuen hier. Voll die geile Musik bei dem wieder. Aber richtig geil. Alter. Jetzt spring doch mal raus, du Pfeife. Eingefroren. Alter, die Musik ist voll geil. Gefällt mir richtig gut. Nein! Chill Bill! Eine Schriftrolle. Was haben wir denn hier? Betrachtung von Boom, Kapitel 4. Kennst du das sonderbare Gefühl, dass du denkst, jemand beobachtet dich? Das bin ich. Ich wache über jeden. Gern geschehen. Ja. Dankeschön. So. Okay, was genau hat das jetzt gebracht? Gar nichts eigentlich, oder? Egal. So, den Schlüssel jetzt mal einsetzen hier. Und jetzt kommen wir hier weiter. Du benötigst einen Trapmaster vom Luftelement, um dieses Tor zu öffnen. Ja, haben wir nicht. Arbeite dich durchs Vogelhaus rauf und rette das Phönixhuhn. Wenn Chef Pepperjack diese Hühnereier bekommt, heißt es Kablam für alle. Und zwar nicht auf die gute Weise. Achso, kann es auch Kablam heißen auf gute Weise. Okay, cool. Den haben wir noch nicht. Viele Jahre schon übe ich mit diesen Vögeln das Singen. Aber sie klingen immer noch schrecklich. Das Problem ist einfach, keine Bass. Ich brauche einen Vogel, der Bariton singen kann. Wenn du mir einen erfahrenen Kuckuck-Locker bringst, wird mein Chor endlich nicht mehr schrecklich sein und du wirst reichlich belohnt werden. Ja, Da Pinci. Oh, ein schöner Name. Ja, nee, werden wir leider nicht machen können. Werden wir leider nicht machen können, weil er wahrscheinlich auch wieder Wasser, Luft ist, meine ich. Jemand. Wuhu! Jackpot! Ich denke, geht man davon aus, dass Vögel auf jeden Fall Luftfalle sind, oder? Und die haben ja. Oh, ach so, einmal kaputt, dann kann man den nicht mehr widerrufen in den Kapitel. Oh Mann. Friss das!
Hätte ich doch noch wenigstens einen zweiten Trapmaster. Aber nein, nicht mal das habe ich. Oh! Oh, 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 oh! Ah! Oh, die Kiste da unten. Können wir auch nicht mehr mitnehmen. Toll! Oh, das ist doch doof. Mann! Die blöden da hinten immer mit ihrer Bombe. Zack, 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 hier. Sein Gesicht, ey, das ist einfach der absolute Knaller. Boah, das war knapp. Nein, können wir auch nicht öffnen. Ach, das ist doch doof. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, dass wenn der einmal seine Lebensenergie komplett verliert, dass man den nicht mehr einsetzen kann im Kapitel. Dann hätte ich ihn mehr geschützt. Ich dachte, das müsste einfach diese Leiste da unten irgendwie aufladen, wie bei den Schurken oder so. Aber naja. Schade, schade, schade. Weg da! Ja. So. Haben wir denn hier? Sieht wie ein Skylander aus, der die Vogelmama vor dem großen bösen Chefkoch schützen will. Ich will nur ein extra scharfes Omelette machen und alle in die Luft jagen. Ist das so schlimm? Oho. Sieht aus, als hätte dieser Skylander was gegen unser scharfes Omelette des Schicksals. Ich weiß, klingt alles verrückt. Schnappen wir ihn uns. Okay, dann komm mal her, Pepperjack. Die Musik von dem ist so cool. Hey, was soll denn das? Whee! Eingefroren! Bäm! Vielleicht fehlt noch eine Zutat für diesen Bösewicht-Eintopf. Ey, du bist nur ein Fake. Du bist nicht der echte Chill-Bill hier. Na, komm mal her. Komm! Jetzt schick mir deine Leute. Und jetzt auf den Skylander. Klar? Brokkoli Guy! Ich dachte, du bist auf meiner Seite. In meinem Beruf sollte man immer gutes Besteck haben. Mit diesen Shrednauts sollte es auch gehen. Noch mehr Bösewichte! Noch mehr!
Nur nicht so schüchtern. Oh oh. Ich bin gleich tot. Nein. Für dieses Rezept brauche ich wohl noch mehr Bösewichte, Skylander. Ich hab nichts dagegen. Wie viele denn noch, ey? Komm doch selbst, du Feigling. Oh, oh. Es wird wohl Zeit für meine geheime Zutat. Oh. Schmetterer. Wer will was von mir? Kuckucklocker. Lebensfalle, ja! Du bist meiner gleich. Eingefroren. Geil, ey. Den können wir uns holen. Den holen wir uns auch gleich. Nicht mit mir. Du bist wirklich die Zwiebel in der Eiscreme, Skylander. Yes. Kuckucklocker besiegt. Kuckucklocker. Was ein Name. Auf Wiedersehen, Vögelchen. Ja, Leute. Läuft. Läuft. Okay, ich hätte jetzt echt gedacht, weil er ja ein Vogel ist, dass wir die Luftfalle bohren. Kuckucklocker gefangen. Ja, ja, machst du mal? Machst du, machst du. Das lief ja nicht so gut, aber ich hab noch immer ein Ass im Ärmel. Ich bin es! Chaos! Was? Wie kannst du nur meine Großartigkeit auspfeifen? Chaos, deine sogenannte Großartigkeit braucht hier keiner. Ich garantiere, ich habe alles unter Kontrolle. Ha! Ha! Sage ich! Du hast Glück, dass ich gerade hier vorbeikam. Jetzt sieh zu und erlebe, wie ein echter Meister die Skylander bezwingt. Und nebenbei problemlos meinen Sabotageplan einwandfrei in die Tat umsetzt. Oh Mann! Das Phönixhuhn ist gerettet, aber der Chefkoch hat ein Ei für sein scharfes Omelette des Schicksals ergattert. Ist das denn wirklich so schlimm? Das klingt doch ganz lecker. Das ist eine Bombe, Flynn. Schon vergessen? Ah ja, dann jagen wir ihm besser nach und essen dann danach irgendwo ein Happen, denn jetzt habe ich echt Hunger. Okay. Vogelfreund. So. Okay. Der Chefkoch ist auf der Flucht und ich habe mit meiner geheimen Ninja-Kommando-Fährtenlesekunst seine Position ermittelt. Moment. Wie genau verwendet man eigentlich geheime Ninja-Tomaten? Nein, weißt du was? Schon gut. Tolle Neuigkeiten, Bass. Flynn und ich fliegen den Skylander da raus und machen den Spinner endlich unschädlich. Ich sollte euch warnen, dass der Chefkoch in einer Art Zeppelin rumgurkt. Sieht ein wenig albern aus, aber hat ansehnliche Luftabwehr. Deshalb habe ich Flynns Schiff mit ansehnlicher Luftabwehr ausgestattet. Boom! Genau. Und Skylander, ein cooler Skeletttyp hat nach dir gesucht. Finde doch mal raus, was er will. Ein Skeletttyp, okay. Na gut, Leute, das war's denn aber für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ist ein bisschen länger geworden. Vielleicht hat's euch ja auch deswegen ein bisschen besser gefallen, wer weiß. Lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen, Leute. Und wie gesagt, ihr kennt das Ganze. Wenn ihr mehr sehen wollt von Skylanders Trap Team, unterstützt es weiterhin so gut. Würde mich sehr freuen. Und ja, Leute, danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.